Das besondere Geschenk. Es ist bitterkalt. Die Hirten wärmen sich am Feuer. Die Nachricht vom neugeborenen König beschäftigt sie. Sie möchten ihn sehen, von dem sie Rettung und Frieden erwarten. Auch der kleine Hirte Philipp tritt näher und hört zu. Sie überlegen, was sie dem Kind in Bethlehem schenken können. Aber wer bleibt dann bei den Schafen? Die können sie doch nicht alleine lassen. Da kommt einer der Hirten auf die Idee. Der muss bleiben, dessen Geschenk am leichtesten ist. Sie stellen eine Waage bereit. Einer bringt einen Krug mit Milch. Und er legt noch einen Käse dazu. Ein anderer schleppt ein Bündel Holz herbei, damit sich alle im Stall wärmen können. Und noch ein anderer bringt einen Korb mit duftenden Äpfeln. Bleibt nur noch der kleine Philipp über. Philipp hat nur eine Laterne mit einem winzigen Licht. Das wiegt nicht viel. Er überlegt. Dann aber steigt er mit der Laterne in der Hand auf die Waage und sagt: Ich komme als Geschenk hinzu. Der neugeborene König wird vor allem welche brauchen, die sein Licht weitertragen.